Mit dem Gesundheitstag in Bad Hall haben die Veranstalter eine breite Palette verschiedenster Angebote rund um die Themen Fitness und Wohlfühlen in den Mittelpunkt gerückt. Über 20 Aussteller waren mit ihren Produkten und Dienstleistungen vertreten. Von der Ernährungsberatung bis zur Kinesiologie und Hypnose, vom Hörtest bis zur Shiatsu-Anwendung und einem entspannenden Nickerchen im Klangbett. Die Besucherinnen und Besucher nahmen die Gelegenheit der Gratisuntersuchungen und Heilanwendungen gerne wahr. Im Unica Gesundheitstrack standen hochwertige Testmethoden zur Verfügung, die in kurzer Zeit eine Aussage über den aktuellen Gesundheitszustand möglich machten. Für die Interessierten bot der Tag auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, mehr über seine gesundheitliche Verfassung zu erfahren. Was wir mit dem Gesundheitstag einfach erreichen wollen, ist, dass sich die Besucher, egal ob sie jetzt hier aus Bad Hall sind, aus den benachbarten Gemeinden oder auch von weiter weg, einfach rund um das Thema Gesundheit informieren, dass sie einfach Impressionen und Eindrücke mit nach Hause nehmen, was man sonst noch alles tun kann für die eigene Gesundheit, außer halt die Vorsorgeuntersuchung beim Arzt zu machen. Mit dem Mentalcoach Wolfgang Fasching und der Neurowissenschaftlerin Manuela Macedonia haben zwei renommierte Experten über die Kraft der Gedanken und die positive Auswirkung von Bewegung auf unser Gehirn referiert. Der Bad Haller Gesundheitstag wurde in einer Kooperation der Eurothermen mit dem Tourismusverband organisiert, die ab sofort verstärkt den Fokus auf den Gesundheitsbereich legen. Also der Tourismusverband Bad Hall hat sich deswegen zum Gesundheitstag entschlossen, weil wir uns jetzt auf das Thema Gesundheit stürzen wollen, weil durch die Neugründung unseres Verbandes, wir sind jetzt verkleinert, wollen wir sehr auf Gesundheit setzen, auf Erholung und auf Entschleunigen. Auch die Eurothermen unterstützen diese Strategie. Die Neuausrichtung des Miraverdes als Gesundheitshotel läuft jetzt schon seit einem Jahr. Wir haben da neue Programme uns überlegt, und zwar das Check Your Life Programm. Das Check Your Life Programm besteht aus 4 Säulen. Das ist auf einer Seite das Fasten, da bieten wir Buchungen und Basenfasten an. Auf der anderen Seite die Balance, das Yoga mit Meditation, das einfach Auszeit nehmen für sich selber. Dann haben wir natürlich auch unsere Augenbehandlungen mit einer Augenfit-Kur, mit unserer Jodsohle. Und dann noch die speziellen Jodbehandlungen, die natürlich für sehr viele Krankheiten sind. Und das alles kann man natürlich in einem wunderbaren Urlaubsambiente, in einem kleinen, feinen Hotel mitten im Park mit Ruhe und Natur pur genießen. Mit dem Gesundheitstag und den neuen Angeboten für Körper und Seele unterstreicht die Kurstadt einmal mehr ihre Kernkompetenz. Bad Hall hat ja eine sehr, sehr lange Gesundheitstradition und das in einem sehr umfassenden Sinn. Denn Gesundheit ist ja nicht nur heilen und pflegen, sondern Gesundheit ist auch Prophylaxe. Gesundheit hat auch etwas mit seelischer Gesundheit zu tun. Und wir haben ja auch hier zum Beispiel Reha-Zentren, die sich mit der psychosozialen Gesundheit beschäftigen und wo Menschen hier Linderung und Heilung suchen. Und wir schauen, dass wir eben auch diese Lebensfreude in unserer Stadt leben. Wir haben den Fasching, wir haben ein Theater, wo einfach auch für die Seelen etwas geboten wird zur Aufmunterung, zur Erbauung. Und das versuchen wir eben auch von der Stadt aus zu fördern. Neben diesen selbstverständlichen Dingen wie sportlichen Angeboten, wie naturgemäßen Angeboten. Unser Kurpark lädt ja derzeit im Frühling ein zum Aufleben, zum Eintauchen und zum Genießen.